kennt ihr den Vergangenheitsfinch? Der Vergangenheitsfinch hat gesagt, ich muss mich ein bisschen zurückhalten mit dem Kaufen, weil ich einen Tattoo-Termin habe und deswegen ein bisschen Geld sparen muss. Aber wisst ihr was? Der Vergangenheitsfinch, der kann mich mal. Mann, diese ganzen Angebote und diese ganze Scheiße, das macht mich einfach fertig. Ich habe einfach wieder mal voll zugelangt, ich habe ein bisschen Kram gekauft, ich habe ein paar Spiele gekauft, ich bin bei der Switch eskaliert und deswegen dachte ich mir, weil ich euch heute im Community-Feed auf meinem Kanal gefragt habe, ob ihr schon wieder Bock auf das nächste Pick-up-Video habt, ob ihr Bock habt, ne, so, dann habt ihr gesagt, ja, hau raus die Scheiße und da bin ich, ja, und deswegen geht es los mit neuen Pick-ups für meine Sammlung, für meinen Kanal und was wir alles so haben, nach dem Intro. Ja, was soll ich groß sagen? Ich bin wieder ein kleines bisschen eskaliert. Es kam wieder eins zum anderen. Ich habe gerade im Vorintro schon gesagt, dass ein paar Aktionen wieder mal waren. Das ist ja immer so und sowas. Diese ganzen blöden Aktionen vom Mediamarkt, Saturn und sowas alles. Eigentlich lassen die mich immer irgendwie kalt, weil sie halt... Ne, also was heißt, die lassen mich kalt? Ich gucke schon immer irgendwie rein, weil ich denke, ach ja, wenn du jetzt ein paar Spiele findest, dann shoppst du die auf jeden Fall. Aber in den meisten Fällen sind halt die Spiele drin, die ich schon habe, so, oder sie interessieren mich halt nicht. Diesmal war es aber ein bisschen anders. Da kommen wir aber gleich drauf zu sprechen, auf die Spiele, denn ich möchte vorher mit einem Gadget anfangen. Dieses Gadget könnt ihr gerade nicht sehen. Ich weiß nicht, vielleicht wenn ihr so nach oben guckt, denn es ist quasi über euch. Da, genau, guckt mal da oben. Wenn ihr euch jetzt den Kopf so ein bisschen nach da und dann nach oben, könnt ihr, ne, könnt ihr nicht... Schade, denn es geht um mein neues Aufsteckmikrofon für meine Kamera. Ich hatte mir Anfang des Jahres eine neue Kamera gekauft und nehme eigentlich immer hier mein Großmembran-Mikrofon von G-Track, ne, oder mein G-Track-Mikrofon zum Ton aufnehmen. Aber wenn ich sowas wie die Roomtour mache, wenn ich mal unterwegs bin, wenn ich vielleicht draußen nochmal einen Vlog aufnehme für den Monatsrückblick oder sonst irgendwas, dann war der Ton immer relativ bescheiden mit diesem Camcorder, was ich bisher so getestet habe. Ihr habt es auch bei der Roomtour gehört. Deswegen habe ich mir ein neues Aufsteckmikrofon gegönnt und das habe ich unter anderem so ein kleines bisschen auch euch zu verdanken, dass ich mir das jetzt zulegen konnte. Denn einige von euch kaufen immer über meinen Amazon-Partner-Gutschein. Genau, sie kaufen immer meinen Amazon-Partner-Link ein, worüber ich jetzt wieder einen Gutschein bekommen habe, den ich natürlich dann diesmal in dieses Mikrofon investiert habe. Das wollte ich schon länger tun, habe aber bisher da immer so ein bisschen zurückgesteckt, weil ich dachte, komm, du hast ja das große Mikrofon, aber jetzt bei der Roomtour habe ich gemerkt, komm, du musst da mal was nachrüsten. Das habe ich getan, deswegen könnt ihr mir jetzt, wo eure Aufmerksamkeitsspanne noch auf dem Höhepunkt sein sollte, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, oder was könnt ihr mir gerne, ihr müsst mir bitte in die Kommentare schreiben, wie ihr den Ton bis zu diesem Zeitpunkt hier im Video findet. Ich nehme nämlich synchron auch noch mit meinem G-Track auf, damit ihr einfach gleich am Ende einen Vergleich habt, wie das vorher war, wie es mit dem neuen Mikrofon ist und so. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich hier am Tisch sitze, weiter mit dem G-Track aufnehmen. Sollte ich auch mal unterwegs sein oder irgendwie was anderes machen, reicht vielleicht auch dann da oben dieses Mikrofon. Das werde ich aber dann sehen oder ihr könnt es mir auch gerne, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Dann können wir so ein bisschen zusammenarbeiten. Das wäre doch mal ganz schön, ne? Deswegen mein erstes Pickup, kein Spiel, kein Nerdkram, sondern ein Aufsteckmikrofon für meinen Camcorder. Sieht ziemlich brutal aus jetzt, das Teil, finde ich. Als nächstes kommen zwei Sachen, auch keine Spiele, da kommen wir dann wie gesagt gleich zu. Und zwar habe ich mir nochmal ein paar Amiibo gekauft. Ein paar, in diesem Fall sind es zwei, und zwar der Young Link Amiibo, der vor kurzem erschienen ist, und ich bin durch den lieben Florian von den Zockamigos an den guten Solaire von Astoria gekommen, von Dark Souls. Und das finde ich ziemlich cool, denn ich bin mittlerweile hier auf dem Stand oder habe halt meine Amiibo-Sammlung so weit optimiert, dass ich wirklich nur noch Amiibos hier habe oder Amiibo hier habe, die ich auch cool finde. Na, am Anfang habe ich alles gekauft, mittlerweile bin ich da so ein bisschen weg von und habe jetzt wirklich nur noch Amiibo hier in meiner Sammlung, die ich auch alle cool finde. Und da gehören diese beiden hier auf jeden Fall auch zu. Jetzt habe ich quasi nur noch einen, oder ich habe noch ein paar mehr, die mir fehlen, die ich gerne hätte, aber einen, den ich wirklich gerne hätte, und das ist der Schatzgoblin von Diablo 3. Der ist allerdings relativ teuer und da weiß ich nicht, ob ich da jemals irgendwie drankommen werde. Naja, aber trotzdem zwei neue Amiibo, schöne Sache. Erstmal bleiben sie eingepackt, mal sehen, wie das später in meinem neuen Räumchen wird.
Jetzt aber. Jetzt kommen wir zu den Spielen. Und zwar sind das tatsächlich diesmal wieder 10 Spiele geworden. Ich habe es eben schon gesagt, es gab wieder einige Aktionen bei Amazon, beim Mediamarkt. Und ich habe einfach ein paar Sachen vorbestellt und wieder so etwas gekauft, weil es halt irgendwie mich interessiert hat und es gerade im Angebot war. Deswegen habe ich ein bisschen zugeschlagen. Deswegen fangen wir direkt an. Verlieren wir gar keine Zeit. Es gibt, wie gesagt, einiges zu erzählen. Und das allererste ist vom Amazon 5 Spiele für 100 Euro Paket. Ne, da habe ich 5 Spiele gekauft. Es sind aber erst 3 bisher angekommen. Erst habe ich überlegt, die alle wegzupacken, aber und dann später halt erst ins nächste Pickup-Video mitzunehmen. Aber ich mache jetzt die ersten 3 trotzdem schon und ich habe mir 5 Spiele rausgesucht, wovon 4 mich wirklich mega interessiert haben, die ich schon lange auf meiner Wunschliste hatte und eins, was ich halt brauchte, um voll zu machen, denn ich wollte jetzt nichts irgendwie doppelt kaufen oder so. Na klar, hätte ich auch irgendwie Xenoblade nochmal kaufen können oder so, hätte aber keinen Sinn gemacht. Und deswegen habe ich mir, das ist direkt das erste Spiel, Fitnessboxing gekauft. Ich hatte die Wahl zwischen Just Dance 2019 und Fitnessboxing, um mein Paket voll zu bekommen. Und ich habe mich dann letzten Endes für Fitnessboxing entschieden, weil es halt mal was anderes ist. Und Just Dance habe ich mehrfache Ausführungen schon hier, habe ich schon ein paar Mal gespielt. Das ist wieder irgendwie was Neues, auch wenn es natürlich so ein bisschen wie so ein Wii Fit oder so ein Kram ist. Oder halt ein Wii Sports oder wie man den ganzen Kram damals nannte. So, ne? Bin ich mal gespannt. Gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Es ist noch eingeschweißt, ne? Vielleicht nehme ich da mal was zu auf, wenn ich oben im Wohnzimmer so ein bisschen zu Fitnessboxing abspacke. Dann sind die anderen beiden Spiele, die bisher angekommen sind, für meine Sammlung, für mein Paket von 5. Meine Güte, was ist denn los heute? Die nächsten beiden Spiele, die angekommen sind aus diesem 5 für 100 Euro Paket, sind 2 Lego-Titel. Den einen habe ich noch nie gehabt und die anderen wollte ich mal wieder spielen, beziehungsweise habe halt für eine coole, gute Version Ausschau gehalten. Das erste ist Lego City Undercover. Habe ich bisher noch gar nicht in meiner Sammlung, hatte ich aber schon längere Zeit auf dem Schirm, weil es ja so ein bisschen so ein GTA im Lego-Universum ist und so. Ne? Soll ja sehr, sehr cool sein und ich glaube, die Switch-Version wird sogar als die beste betitelt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Deswegen habe ich sie jetzt mal gekauft, weil die ganze Zeit immer wieder so ein bisschen teurer. Man musste Glück haben, um sie irgendwie mal für 20 oder 25 Euro zu bekommen, habe ich auch schon gesehen, aber meistens war es doch ein bisschen teurer. Und deswegen jetzt bei dieser Aktion mit eingepackt, Lego City Undercover. Das nächste Lego-Spiel ist dann Lego Harry Potter, die Collection von den Jahren 1 bis 4 und 5 bis 8. 1 bis 4 habe ich damals auf der PlayStation 3 schon gespielt. 5 bis 8 habe ich noch nie gespielt, habe ich nur bei einem Kumpel damals mal zugeguckt. Finde ich aber sehr charmant. Ich mag die alten Lego-Spiele irgendwie auch ein bisschen lieber als die neuen, weil sie da noch keine Sprachausgabe hatten und man die ganze Komik, die ganze Geschichte halt alles einfach so ein bisschen über Mimik, Gestik und Slapstick-Einlagen und sowas erzählt bekommt. Und das ist halt einfach mega witzig. Ich mag das sehr gerne. Und deswegen habe ich mir jetzt das hier noch dazu gekauft. Um es mal eben ganz grob vorzurechnen, ne, ich hatte diese 5 Spiele, es kommen ja noch 2, die kommen aber im nächsten Pickup-Video erst. Die habe ich mir rausgesucht, weil die sind halt noch nicht da, die anderen, ne, das dauert halt noch ein bisschen. Ich hätte für diese 5 Spiele, die ich jetzt hier bestellt habe, wenn ich sie über Drittanbieter gekauft hätte bei Amazon, 240 Euro bezahlt. Bei Amazon hätte ich 180 Euro bezahlt, muss aber halt noch ein bisschen warten, bis die alle kommen. Und durch dieses Angebot bin ich halt jetzt von 180 Euro auf 100 Euro. Das heißt, pro Spiel kann man jetzt 20 Euro rechnen. Und das ist ein unfassbar guter Preis und da musste ich einfach zuschlagen. Ja, ihr kennt mich ja. Dann haben wir jetzt 2 Spiele, die ich mir vorbestellt hatte tatsächlich. Und das erste ist eine Compilation, auch wieder ein Bundle mehr oder weniger, von einem Rollenspiel, was für mich sehr wichtig ist und was eins meiner absoluten Lieblingsrollenspiele und Lieblings-Final-Fantasy-Teile ist. Das werdet ihr jetzt eh schon wissen, denn es ist Final Fantasy X und Final Fantasy X-2 im HD Remastered für die Nintendo Switch. Habe ich bereits auf der PlayStation Vita damals gespielt. Ich wollte es mir auch immer für die PlayStation 4 kaufen. Habe ich aber irgendwie nie gemacht und jetzt für die Switch ist es eigentlich optimal. Was ein bisschen schade ist, ist, dass die deutsche Version natürlich Teil 10.2 nicht auf der Cartridge hat, sondern man muss es halt extra downloaden. Das ist halt ein bisschen blöd. Aber das war mir im ersten Moment egal, ist mir auch jetzt eigentlich noch egal, weil es mir hauptsächlich um Teil 10 geht. Denn Teil 10 ist neben Final Fantasy 9 für mich der wichtigste und beste, schönste Teil der Reihe. Ich finde, die sind beide auf einem Level irgendwie. Deswegen wollte ich dieses Spiel einfach nur haben. Jetzt haben die Leute im Discord bei uns aber gesagt, 10.2 ist aber auch gar nicht so verkehrt, den habe ich halt noch nie gespielt bisher. Guck dir das mal an bei Zeiten. Ja? Das heißt, ich müsste aber erstmal wieder Teil 10 durchspielen, um die ganze Story wieder mal auf dem Schirm zu haben und dann in 10.2 reingucken. Vielleicht tue ich das irgendwann mal, vielleicht frische ich einfach nur Teil 10 mal auf und gucke direkt in 10.2 rein oder so. Ja, es ist natürlich ein bisschen schade, die Japan-Version oder die Asia-Version über PlayAsia, übrigens ebenfalls auf Deutsch spielbar, ne, mit deutschem Untertitel, und hat
beide Spiele auf der Cartridge. Also wenn ihr da Wert drauf legt, dann importiert euch das Ding von PlayAsia. Dauert halt ein bisschen länger, bis es da ist. Aber gut, mir war es jetzt nicht so mega wichtig. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Highlight, beziehungsweise zu einer Premiere sogar hier auf meinem Kanal oder bei meinen Game-Pickup-Videos. Und zwar ist das das erste Mal, dass ich ein Spiel, was ich in den Pickups vorstelle, auch schon durchgespielt habe. Das ist der Hammer, oder? Und zwar Trüberbrook. Trüberbrook habe ich damals per Zufall bei Amazon gesehen, dass es irgendwie vorgeschlagen wurde. Ich habe es dann einfach mal blind vorbestellt und dachte mir, ach, das sieht doch cool aus, bald ist mal auf dem Schirm. Dann kam es jetzt endlich an, ich habe mal reingeguckt, es ist natürlich ein Point-and-Click-Adventure, es ist von einem deutschen Studio entwickelt worden und wurde von Head Up Games gepublished, die bei mir hier um die Ecke sitzen. Die sitzen nämlich in Düren, ne? Und da ich ja hier bei Aachen wohne, ich bin quasi eigentlich mehr an Düren dran als an Aachen. Ja, finde ich ganz cool. Ist wie gesagt ein deutsches Spiel und spielt auch in Deutschland. Spielt in Deutschland der 60er Jahre. Wir spielen Dr. Hans Tannhauser, einen Quantenphysiker aus Amerika, der eine Reise gewonnen hat nach Trüberbrook und dort einen kleinen Urlaub verbringen möchte. Er hat aber seinen ganzen Krempel dabei, weil er halt gerade an einer Abhandlung arbeitet. Und eines Nachts werden seine kompletten Aufzeichnungen, die er schon mitgeschleppt hat, gestohlen. Er macht sich dann auf den Weg, um dem Dieb zu folgen. Und dann kommt eins zum anderen und wir haben eine spannende, interessante Geschichte, die dort erzählt wird. Ich habe das dann mehr oder weniger zwei Abenden durchgezogen. Ich habe gute 6 Stunden, würde ich mal sagen, gebraucht. Ich habe hinten drauf gesehen, da steht drauf 7 bis 10 Stunden spannender Spielspaß. Anscheinend war ich dann relativ schnell unterwegs, obwohl ich doch an einigen Rätseln hing. Also, ne, ist ein bisschen gelogen vielleicht da hinten, aber das Einzige, was mir an diesem Spiel nicht gefallen hat, die Leute bei uns auf dem Discord, die werden das mitbekommen haben, und die haben es mitbekommen. Ich fand am Anfang die Synchronstimme von Gretchen unfassbar scheiße. Das muss ich einfach mal so sagen. Das ist unfassbar langweilig gesprochen, das ist eintönig gesprochen, das hat auch nichts dann mehr mit Point-and-Click-Sprache oder sowas zu tun. Das ist einfach mega scheiße. Hat mir nicht gefallen. Dann spielt man aber weiter mit halt Dr. Hans Tannhauser, der es dann wieder so rausreißt. Und wenn man dann eine gewisse Weile in diesem Spiel drin ist, ne, so, ich meine, er ist jetzt auch nicht mega euphorisch, er ist halt einfach ein Nerd und ist sehr ruhig und zurückhaltend und so. Das merkt man auch. Aber desto länger man dieses Spiel spielt, ich war irgendwann so drin in diesem Spiel, ne, wie gesagt, an einem Abend durchgezogen, mehr oder weniger. Und dieses Städtchen Trüberbrook mit den ganzen Einwohnern, die da sind, in den 60er Jahren, das ist einfach cool, das ist charmant gemacht. Und selbst, ich musste sogar ein paar Mal lachen und ein bisschen schmunzeln bei einigen Stellen, obwohl es ja eigentlich sehr melancholisch und trist und so ein bisschen düster ist. Es ist ja auch keine lustige Geschichte, sondern wirklich eine, ich sag mal, eine ernstere Geschichte, ne. Es geht in Richtung Thriller so ein bisschen, wobei ich das ein bisschen übertrieben finde, aber es ist schon spannend gemacht und alles, aber es gibt doch wirklich viele Momente, wo man schmunzeln muss und mal lachen muss. Sehr cooles Ding, hat mir dann am Ende doch wirklich gut gefallen, hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Ich weiß, ich würde jetzt, das ist natürlich weit weg von einem Meisterwerk irgendwie, ganz klar. Er findet auch das Genre natürlich nicht neu, aber mir hat es Spaß gemacht und wer ein kurzes, schönes Point-and-Click-Adventure sucht, ist mit Trüberbrook auf jeden Fall gut bedient. Es sind noch 5 Spiele übrig. Ich ziehe mal so ein bisschen dran hier. Das nächste Spiel, da kann ich noch nichts zu sagen. Es ist ebenfalls ein Point-and-Click-Adventure. Habe ich mir gekauft, weil ich wieder vermehrt einen DashFM-Podcast in letzter Zeit gehört habe. Da kommt auch später noch ein Spiel. Das sind die auch schuld, die Jungs, beziehungsweise der Yeti-Win, der Matthias. Und zwar habe ich mir gekauft Baphomets Fluch 5 für die Switch. Hatte ich auch schon länger auf dem Wunschzettel und habe immer darauf gewartet, dass es halt zu einem normal guten Preis irgendwie verfügbar ist. Und dann habe ich mir den DashFM-Podcast angehört und der hat wieder von Baphomets Fluch gesprochen. Und da habe ich gedacht, komm, bestell die Scheiße jetzt einfach. Ne? Und da ich jetzt gerade so ein bisschen drin bin im Point-and-Click-Genre, habe ich jetzt das Ding hier zur Auswahl und Thimbleweed Park. Thimbleweed Park habe ich auch schon eine ganze Weile gespielt, die letzten Tage. Ich glaube, ich gucke aber auch mal hier rein, weil ich einfach doch das Setting ein bisschen interessanter finde als Thimbleweed Park. Jetzt wird der Florian von den Zockamigos wird jetzt sagen so, nein, spiel Thimbleweed Park, du Arschloch. So, ich werde mal gucken. Da habe ich noch ein Spiel gekauft, was ich, wie hatte, der Mirko hat das gekauft und ich fand es interessant und habe ich geguckt und es war für 16 €. Und ich dachte, ja komm, ey, was soll's, kauf es dir. Und zwar Project Hi-Rise in the Architects Edition. Project Hi-Rise ist mehr oder weniger ein Aufbausimulationsspiel wie in SimCity, sage ich mal in Anführungszeichen. Aber man baut einen Wolkenkratzer und diesen Wolkenkratzer muss man verwalten. Das ist eigentlich alles, was ich darüber weiß.
Habe ich schon installiert auf der Switch, weil ich da reingucken wollte, aber dann kam, wie gesagt, ja, Trüberbrook und dann habe ich Yoshi gespielt und was weiß ich was alles. Ja, deswegen, da werde ich aber auch die Tage mal reingucken. Ich habe jetzt Urlaub über Ostern und wie gesagt, Trüberbrook war schon ein guter Start, habe ich dann durchgezogen und warum sollten nicht noch ein, zwei Spiele im Urlaub folgen? Ja, Project Highrise in der Architect Edition. Dann kommen wir zur Mediamarkt-Aktion. Mediamarkt hatte 5 Spiele für 3. Also man hat 3 bezahlt, aber 5 bekommen. Und ich habe mich da mit dem Florian von den Zockamigos und dem Basti, dem Animatiker, zusammengetan. Er hat das Ganze geholt im Laden bei sich und hat mir das dann zugeschickt. Ich habe mir 2 Spiele mitgenommen und auch diese sind dann für diesen Preis vollkommen in Ordnung. Ich habe quasi pro Spiel 10 Euro gespart, wenn man so möchte. Das erste ist dann auch noch ein Switch-Spiel und ist dann auch somit das letzte Switch-Spiel in meiner Liste hier oder in meinem Video. Es ist ein Shoot'em Up. Ich bin großer Shoot'em Up-Fan, wie ihr wisst. Und der Redeemer, Grüße gehen raus an dich, ne? Der hat mich darauf gebracht, und zwar Aces of the Luftwaffe. Mega strange der Name, ne? Aces of the Luftwaffe. Aber es ist ein Shoot'em Up. Es sieht spektakulär aus, es sieht abgefahren aus und ist halt immer, ne, so ein Shoot'em Up, das geht immer schön zwischendurch, was soll ich euch dazu sagen, ne? Das kann man mal reinschmeißen, ballert ein bisschen rum und dann ist auch wieder gut. Ja, Switch-Spiele sind somit vorbei, machen wir weiter mit den PlayStation 4 Spielen. PlayStation 4 Spiele sind es 2 an der Zahl und das erste davon ist noch wegen der Mediamarkt-Aktion, ne? Wie gesagt, ich hatte mir Aces of the Luftwaffe mitbestellt und Soul Calibur 6. Ich habe einfach nochmal Bock gehabt auf ein Beat'em Up. Ne? Ich spiele Beat'em Ups auch hier und da mal gerne. Ich kann mich aber nie lange damit befassen. Ne? Ich lege die dann mal rein, spiele die so einen Abend, oder noch nicht mal einen Abend, sondern eine Stunde oder was, und dann packe ich sie wieder weg. Und da ich Tekken mittlerweile nicht mehr sehen kann, Street Fighter will ich nicht unterstützen, dieses komische Ding, was sie da immer machen mit, ja, kaufe dies noch und kaufe das, also willst du noch einen Kämpfer haben? Ja, dann musst du aber erstmal hier 10 Euro bezahlen. Da habe ich keinen Bock drauf, deswegen habe ich mir Soul Calibur 6 gekauft. Und was halt sehr, sehr cool ist bei Soul Calibur, ist, dass wir Geralt von Riva mit dabei haben. Habe ich noch nicht reingeguckt, da muss ich meine Frau im Urlaub jetzt noch von überzeugen, dass sie mich da vermöbeln darf, so, ne? Sie spielt halt gerne Beat'em Ups und ich kriege immer blöd aufs Gesicht, wenn ich gegen sie spiele, weil ich versuche immer irgendwelche Tricks zu machen und Kombos und so ein Gedöns und sie drückt irgendwelche Knöpfe und wird mich dann immer vernichten. Naja, gucke ich dann mal rein. Die Geschichte verbirgt mehr als eine Wahrheit. Ja, moin. So, Soul Calibur 6. Das letzte Spiel ist dann wieder der Matthias Schuld von DejaFM. Aber ich bin ganz froh, ich habe da einen Schnapper gemacht, meiner Meinung nach. Beziehungsweise, was heißt Schnapper? Ich habe es halt einfach günstig jetzt gekauft, ne? Und zwar Shadow of the Colossus. Ein absoluter Klassiker natürlich für die PlayStation. Das erste Mal erschienen auf der PlayStation 2. Dann gab es mal ein Remake, eine Double Pack. Das habe ich sogar hier im Schrank stehen, ist aber noch eingeschweißt. Mit Ico und Shadow of the Colossus. Ja, und Shadow of the Colossus habe ich tatsächlich nie gespielt. Ne, das ist eigentlich ziemlich verrückt so, weil ich weiß, früher ein alter Arbeitskollege von mir, der mit mir die Ausbildung gemacht hat, Specht, an dieser Stelle viele Grüße, falls du nur zuguckst, du guckst ja ab und zu mal rein. Ich weiß, dass er das unfassbar geil fand damals. Ne? Und Shadow of the Colossus hat mich aber irgendwie, ich weiß nicht, das war damals nicht so die Zeit, wo ich mich für solche Sachen interessiert habe. Eigentlich schade, hätte ich das vielleicht damals gespielt, wäre meine Laufbahn vielleicht nochmal so ein bisschen anders geworden, so was das Spielen angeht, ne? Oder was die Spiele angeht. Ja, und deswegen jetzt, der Matthias, der hat da so drüber geschwärmt im DejaFM-Podcast wieder, habe ich geguckt und es war für 19 Euro bei Amazon drin. Ja, meine Güte, ne? Nimmt man sich mal mit. Und das werde ich mir auf jeden Fall die nächsten Tage mal reinziehen, denn es ist ja auch nicht so mega lang, ne? Es geht ja nicht so lang. Vielleicht kann ich das mal nachholen. Wäre ja eine schöne Sache. Shadow of the Colossus für die PlayStation 4. Soll auch ja sogar das Beste oder die beste Version sein, die man spielen kann. Ja, das waren meine Neuzugänge. Ne? Also, ja, war doch wieder ein ganz schöner Haufen hier, muss ich sagen. Ne? Wie gesagt, 2 PlayStation 4 Spiele, 8 Nintendo Switch Spiele. Mittlerweile gehe ich bei der Switch so auf die 100 Titel zu. Ist schon verrückt. Ne? Ich habe zwar natürlich einige davon nicht durchgespielt, aber ich habe wirklich in letzter Zeit versucht, viele Sachen mal anzuspielen, mal reinzugucken, um überhaupt mal so einen Überblick zu bekommen, was habe ich überhaupt da rumstehen. Ne? Klar, die ganzen Sachen, ich weiß ja, was jedes Spiel ist. Ne? Ist ja nicht so, als würde ich irgendwas kaufen, was ich gar nicht weiß, was es ist. Ich informiere mich ja schon so ein bisschen. Aber ich möchte halt die Spiele auch selber bewerten können. Und deswegen habe ich in letzter Zeit viele Sachen wirklich mal angespielt, habe ein bisschen was nachgeholt, ne? Habe auch jetzt wirklich mal ein paar Sachen durchgezogen und so. Ich bin momentan ganz gut dabei. Ich will nicht sagen, dass ich meinen Pile of Shame abarbeiten werde. Das werde ich nie schaffen. Aber
Doch, läuft, ne, würde ich sagen. Gut, dann würde ich sagen, schreibt mir irgendwas in die Kommentare. Denkt an das Mikrofon da oben, was ich gesagt habe. Ne? Schreibt mir dazu eure Meinung in die Kommentare, wie ihr den Klang davon fandet. Ansonsten würde ich sagen, bin ich raus. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Ostertage. Dann hört es ja Ostern, wenn ihr das Video, wenn das Video rauskommt, wann auch immer ihr das sehen werdet. Ich habe, wie gesagt, aktuell Urlaub. Werde gucken, dass ich ein paar Sachen nachholen kann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.